What? Mein Name ist Markus Flückiger. Ich komme aus Schweiz und spiele Schweizer Jörgali. Also ich habe angefangen, als ich 6 Jahre alt war. Und zwar eigentlich mit meinem Vater zusammen. Vorher hat meines Wissens niemand Musik gemacht in der Familie. Ich war relativ unbeeinflusst. Also Schweizer Jörgli war mein erstes Instrument. Ich habe dann später noch Klarinette gespielt, eine Weile, und ganz wenig Klavier. Aber das habe ich alles wieder aufgehört. Jetzt spiele ich eigentlich nur noch Schweizer Jörgli. Ja, ich unterrichte nicht mehr viel zwar, aber ich habe lange an 4 verschiedenen Musikschulen unterrichtet und jetzt habe ich ein kleines Pensum an der Musikhochschule in Luzern, wo es darum geht, Schweizer Jörgli-Ausbildung zu unterrichten. Also die schweizerische Musik gibt es eigentlich für mich nicht. Das, was ich machen oder lange gemacht habe, mit dem, was ich aufgewachsen bin, das ist die Ländlermusik. Und das war nichts anderes als die Tanzmusik im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts. Hat aber eigentlich mit der Schweiz insofern nicht so viel zu tun. Also es gibt ist nicht identitätsstiftend in dem Sinn. Ja, ich bin wirklich sehr vorsichtig mit dem. Es gibt für jede Musik gibt's eine Szene und die identifiziert sich mit dieser Musik, aber dass sich ein Land jetzt mit der Ländlermusik identifizieren würde, das glaube ich nicht. Ja, also ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, als ich vernahm, dass ich nominiert bin. Plötzlich steht man auf einer Liste mit Namen, die man kennt, also die sehr bekannt sind. Und irgendwie das Schöne daran ist, dass nicht nur für mich selber, sondern auch für die Sparte, die ich spiele, also die Volksmusik eigentlich, dass die quasi dort angekommen ist, auch beim Bundesamt für Kultur. Also ich bin riesen Fan zum Beispiel von Nick Bertsch. Mit dem habe ich aber noch nie spielen, nur mit seinem Schlagzeuger. Mit dem Christian Zehnder allerdings habe ich schon mal das Vergnügen gehabt, zu spielen. Also ich denke, der Ort, wo man ist völlig egal. Egal, was man für eine Musik machen will, vor allem mit der heutigen Zeit, mit den heutigen technischen Möglichkeiten, kann man sich überall informieren, das kommt nicht mehr darauf an. Mit dem Auftrittsort ist es natürlich ein bisschen anders. Und jetzt, gerade in der Volksmusik, die findet schon natürlich mehrheitlich auf dem Land statt. Und da gibt es für uns mehr Arbeit, sage ich jetzt mal, wieder in der Stadt. Also ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich könnte jetzt darum nicht in einer Stadt wohnen. Also ich will das nicht, aber das heisst nicht, dass mir das nicht sehr gefällt. Ich gehe immer sehr gerne in die Städte, ich bin dort wirklich gerne. Aber wohnen schon verkehrstechnisch, als Musiker ist es also schöner auf dem Land. Also es gibt nicht einen Lieblingsort, wo ich jetzt gespielt hätte. Ich glaube, das, was mich immer wieder fasziniert, das sind so die gewissen Momente, die es einfach manchmal gibt an den Konzerten, wo man merkt, jetzt ist ein magischer Moment da, der gelungen ist. Man hat keine Ahnung, warum. Und die Leute haben das irgendwie mitbekommen. Das spürt man manchmal. Aber wo das ist, ist völlig egal. Das kann irgendwo auf dem Land in einer Beiz sein. Das kann aber auch im KKL von 1000 Leuten sein.
Also ich habe zwei neue Projekte. Eins ist sehr traditionell. Das ist ein Trio mit Geigen, Schweizer Örgeli und Bass, wo wir alte Geigentänze aus dem Muttital ausgraben haben. Und ein bisschen auf dieser Seite habe ich ein Projekt mit elektronischer Musik, mit gesampleten Schweizer Örgeli Sounds, wo ich vor allem nächstes Jahr wieder dran sein werde. In Zukunft habe ich aufgehört zu planen, oder das habe ich gar nie angefangen, weil irgendwie habe ich immer genug zu tun und ich nehme es vor zu. Und die Planung geht so ein Jahr, höchstens zwei. Und der Rest, manchmal gibt es schon Wünsche, die man hat und die sind dann lange im Hinterkopf und manchmal gehen sie in Erfüllung und manchmal nicht, aber ich fixiere mich nicht auf das.